Willkommen hier bei Asphalt Art. Ich stehe an einem Autohof und ihr habt es natürlich schon im Titel gesehen. Ich sitze in einem aktuellen Audi RS e-tron GT und heute geht es ihm im 130 km/h Verbrauchstest an den Kragen. Wir haben jetzt gerade auf 100% vollgeladen, stehen wie immer hier in Schkeuditz am Autohof und starten jetzt auf die Autobahn A9, fahren von der A9 auf die A38, fahren von der A38 auf die A14, von der A14 wieder auf die A9 und das machen wir so oft, bis der Akku leer ist und wir wieder an einen Hypercharger fahren, um das Auto wieder vollzuladen. Was bringt das Ganze? Erstens, wir finden für euch heraus, wie weit fährt der RS e-tron GT bei 130 km/h Autobahngeschwindigkeit wirklich mit einer Akkuladung. Und zweitens, noch viel interessanter, nämlich für die Langstreckenfahrer unter euch, wie weit komme ich von 80 bis X? Also wir versuchen den Akku möglichst leer zu fahren, so wie man das im Alltag auch machen würde. Und dann natürlich sehr interessant, wie lange braucht das Auto tatsächlich von dem SOC, mit dem wir ankommen, bis es wieder bei 80% ist, bis wir also die nächsten paar hundert Kilometer auf der Langstrecke abreisen können. Ich wollte im Gegensatz zu den vergangenen Videos nochmal etwas Genaueres zu der Strecke sagen, warum wir genau diese Strecke fahren. Wir fahren genau diese Strecke, weil da sehr wenig Verkehr ist und wir da eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen. Wir haben in den letzten Videos immer so zwischen 114 und 118 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht. Das ist wirklich ziemlich flott. Das schafft man oft nicht auf der Langstrecke, wenn da irgendwo mal ein Stau dazwischen ist oder eine Baustelle oder irgendwas. Da sinkt die Durchschnittsgeschwindigkeit gleich sehr. Das bedeutet aber auch, die Verbrauchswerte, die wir hier herausfahren, das ist wirklich der Worst Case für das Auto. Autobahn, heute ist es auch noch kalt, dazu später mehr. Und dann die ganze Zeit Tempomat 130, das zwingt jeden Elektroauto-Akku in die Knie. Ich stecke jetzt gleich ab, wir fahren auf die Autobahn und dann erzähle ich euch noch ein paar genauere Daten und Fakten zum Auto und natürlich auch, wie wir fahren. Wir sind auf der Autobahn angekommen und jetzt kommen die Daten und Fakten zum Auto und zu unserer Fahrweise. Wir sitzen in einem aktuellen Audi RS e-tron GT. Das bedeutet, wir haben 93,4 Kilowattstunden Bruttokapazität im Akku. Nutzbar davon sind allerdings nur 85 Kilowattstunden. Als wir losgefahren sind, hat sich das Auto selbst 305 Kilometer bei 100% State of Charge vorausgesagt. Audi gibt das Auto mit 405 Kilometern an, aber hier muss man jetzt wirklich bedenken, wir haben heute 1 Grad Außentemperatur. Das ist also der erste 130 km/h Test bei winterlichen Bedingungen, was ich sehr, sehr interessant finde. Und wir haben jetzt noch 278 Kilometer Reichweite. Außerdem, es ist Winter, das Auto steht auf Winterreifen. Wir fahren vorne 245er und hinten 285er Reifen. Natürlich trotzdem Elektroauto, rollwiderstandsoptimierte Winterbereifung. Der Preis des Fahrzeugs, was wir fahren, beträgt rund 175.000 Euro und dafür bekomme ich hier ein 800 Volt Schnellladesystem. Audi verspricht den Sprung von 10% auf 80% in nur 17 Minuten, was wirklich verrückt schnell ist und ich bin sehr gespannt, welche Zeit wir nachher an der Ladesäule bekommen. 175.000 Euro, das ist natürlich echt eine ganze Stange Geld, wenn du jetzt sagst, ich habe gerade keine 175.000 Euro. So geht es mir nämlich leider auch. Ich darf diese schönen Autos immer nur 14 Tage fahren. Ich gucke mich auf den Gebrauchtwagenmarkt um. Dann würde ich dir empfehlen, geh beim Gebrauchtwagenkauf vorsichtshalber immer auf Nummer sicher und checke die Vergangenheit deines Gebrauchtwagens ab mit dem Partner dieses Videos, nämlich mit der Hilfe von carvertical.com. Du gehst auf carvertical.com, am besten direkt mit dem ersten Link hier in der Videobeschreibung, gibst deine Fahrzeugidentifikationsnummer ein und bekommst dann einen Damage Report. In diesem Damage Report wird dir die Historie deines Fahrzeuges aufgeführt, wie viele Vorbesitzer hatte es, war es mal als Taxi oder Mietwagen im Einsatz, ist der Kilometerstand, den das Auto anzeigt, wirklich plausibel oder wurde da vielleicht dran rummanipuliert und natürlich ganz wichtig, hatte das Auto mal irgendwelche Unfallschäden, die dann repariert wurden, von denen dir der Verkäufer vielleicht nichts erzählt. Diese ganzen Infos bekommst du im CarVertical Damage Report. Das Beste daran ist, das ist überhaupt nicht teuer und mit dem Link hier unter dem Video bekommst du sogar noch 10% Rabatt auf den Service von CarVertical. Also einfach mal dein Auto abchecken und jeder, der den Link hier unter dem Video benutzt, der unterstützt aktiv Asphalt Art. Also Dankeschön fürs Werbung schauen und wir widmen uns jetzt wieder hier dem RS e-tron GT.
Letzte Info, wir fahren natürlich wie immer überall Tempomat 130 km/h. Abgesehen von den Stellen, wo es nicht zugelassen ist, da halten wir uns selbstverständlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wir fahren alle Autos, mit denen wir diesen Test machen, immer im Standardfahrmodus, also in dem Fahrprogramm, in dem das Auto immer startet, wenn man es aus- und wieder einschaltet. Das ist hier im RS e-tron GT der Fahrmodus Komfort, der sich dadurch auszeichnet, dass hier das einstellbare Fahrwerk im Komfortmodus ist. Und das finde ich sehr interessant, die Rekuperation ist dabei aus. Das heißt, wenn ich hier vom Gas gehe, segelt das Auto. Audi ist der Meinung, dass das die effizienteste Art und Weise ist, sich hier fortzubewegen. Außerdem haben wir natürlich wie immer alle Komfortverbraucher an. Wir fahren mit Abstandsregeltempomat, wir fahren mit Spurhalteassistent. Das Einzige, was ich hier deaktiviert habe, ist die automatische Geschwindigkeitsregelung nach Verkehrszeichen. Das mache ich manuell. Und wir haben auch die Klimaanlage eingeschaltet, und zwar wie bei allen anderen Autos auch auf 22 Grad. So. Jetzt werden wir fahren, bis wir 80% im Akku haben. Dann setze ich den ersten Verbrauchszähler zurück. Und dann wissen wir nachher an der Ladesäule beim Vollladen, wie weit wir von 80 bis neu laden gefahren sind. In diesem Moment haben wir 80% State of Charge erreicht. Das bedeutet, wir haben die ersten 20% des Akkus verfahren und sind damit bisher 62 Kilometer unterwegs gewesen. Ich habe jetzt den ersten Kilometerzähler auf 0 gesetzt, sodass wir nachher an der Ladesäule genau nachvollziehen können, wie viel wir denn dann gefahren sind, von 80 bis 5, 6, 7%, je nachdem, mit wie viel wir ankommen. Aktueller Durchschnittsverbrauch laut Bordcomputer 27,6 Kilowattstunden, Durchschnittsgeschwindigkeit 117 km/h, Fahrstrecke 63 Kilometer in 32 Minuten. Das Auto prophezeit sich selbst noch 244 Kilometer Reichweite. Wir haben 50% SOC erreicht, haben jetzt also die Hälfte der uns zur Verfügung stehenden Energie verfahren, sind damit gefahren 155 Kilometer, haben noch 154 Kilometer Reichweite und haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 26,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, sind unterwegs seit 1 Stunde und 19 Minuten und sind bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 118 km/h. Das nächste Mal sehen wir uns an der Ladesäule und dann gibt es natürlich auch alle Daten und Fakten zusammengerechnet und aufbereitet für euch, wie weit wir gefahren sind und wie viel wir verbraucht haben. Wir fahren in diesem Moment in Schgeuditz an den Autohof und damit an den Hypercharger, laden voll, stoppen für euch alle Zeiten mit und wenn das durch ist, dann gibt es für euch alle Zahlen, Daten und Fakten in der Zusammenfassung. Also bis gleich. Das war's, der RS e-tron GT ist wieder bei 100% und jetzt hinsetzen, Stift nehmen, mitschreiben, jetzt kommen alle Werte. Wir sind jetzt insgesamt von 100% State of Charge bis 6% 281,1 Kilometer gefahren in 2 Stunden und 25 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 117 Kilometern pro Stunde entspricht und haben dabei einen Verbrauch von 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erfahren. Von 80 bis 6% sind wir 219,4 Kilometer gefahren, hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 116 km/h, sind 1 Stunde und 54 Minuten gefahren und hatten einen Verbrauch laut Bordcomputer von 26,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt die andere Richtung, das Vollladen. 6 bis 80% und jetzt festhalten, das ist wirklich ein absoluter Hammerwert, hat der RS e-tron GT bei 1 Grad Außentemperatur in 18 Minuten gemacht und 10 auf 80% wird von Audi versprochen, in 17 Minuten hat er gemacht, in 17 Minuten und 35 Sekunden. 6 auf 100% dann in 50 Minuten und 28 Sekunden. Und warum ist das so ein Hammerwert? Ganz einfach, wenn ihr mit 80% losfahrt, bis 6% runterfahrt, fahrt ihr 219 Kilometer. Dann fahrt ihr für 18 Minuten raus zum Laden und könnt wieder 219 Kilometer fahren. Das bedeutet,
Ihr braucht 2 Stunden und 11 Minuten für 219 Kilometer inklusive Ladestopp und das entspricht immer noch einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Und das ist schon wirklich ein irre hoher Wert. Die insgesamt nachgeladene Energie jetzt nach 281,1 Kilometern betrug übrigens 84,33 Kilowattstunden. An dieser Stelle noch ein kurzer Kommentar zu dem Thema Kosten der Energie. Ich sage dazu deshalb jedes Mal nichts, weil es unterschiedliche Ladeverträge gibt und damit die Kilowattstunde unterschiedlich viel kostet an unterschiedlichen Ladesäulen mit unterschiedlichen Anbietern. Und deshalb muss das jeder von euch selbst berechnen mit seinem Vertrag. Ihr wisst ja jetzt, knapp über 84 Kilowattstunden haben wir nachgeladen. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Der RS e-tron GT fährt zwar nicht so weit, lädt dafür aber unfassbar schnell. Und ich finde es schön, dass wir jetzt das erste Auto mit dem Reichweitentest hier auch bei winterlichen Bedingungen mit nur 1 Grad Außentemperatur hatten. So, Alex, sehe ich, hat keinen Pullover drunter. Die Jacke ist offen. Wir setzen uns jetzt in den e-tron und fahren zurück ins warme Zuhause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Also, bis dahin und ciao.